Willkommen beim MergeTV. Heute das Thema Wege aus der Sucht. Die Suchtgefahr ist eine der größten Gefahren, die es gibt. Ist man einmal in der Sucht, ist es schwierig wieder rauszukommen. Drogensucht, Alkoholsucht, Spielsucht, Adrenalinsucht gibt es auch, diejenigen, die sich immer in Gefahr begeben. Sexsucht kann was Gutes sein, wenn der Falsche dabei ist, kann es auch das Leben verkürzen. Also jede Sucht betrifft eine Gefahr. Betrachtet man die Millionenzahl der Raucherinnen zum Beispiel und Raucher und Alkoholabhängigen, dann erscheint Sucht in unserer Gesellschaft als etwas Alltägliches zum Beispiel. Die gesundheitlichen Schäden oder schädlichen Folgen, die sich nicht, also des nicht verbotenen Drogenmissbrauchs bei Nikotin und Alkohol, werden von den Betroffenen weitgehend in Kauf genommen. Doch die Abgrenzung zu harten Drogen wie Heroin, wirklich überzeugend, wird dann meistens verneint. Es gibt aber immer wieder Ausnahmen. Ich habe zum Beispiel bei mir drüben einen Nachbar, die rauchen, aber haben ständig, die rauchen bestimmt immer noch ständig ihr Zeug, aber ständig riecht man das im Hausflur. Irgendwann habe ich die Polizei eingesetzt und die Wohnungsbaugesellschaft angezeigt, weil ständig es hieß, na, was die in ihrer Wohnung machen, das geht uns nicht an. Wo ich dann gesagt habe, entschuldigen Sie, auf der Etage wohnen 8 Mietparteien, davon sind 3 mit Kindern und 2 schwangere Frauen. Es geht ihnen schon was an, wenn die durch den Drogengeruch kommen, gehen müssen. Das ist eine Straftat gegenüber Minderjährigen und Schutzbefohlenen. Das wissen sie schon. Und daraufhin hat dann die Wohnungsbaugesellschaft gehandelt. Und die Polizei, die hat dann auch mehrfach Kontrollen gemacht. Gut. Die Nachbarn haben dann gesehen, dass sie Kontrollen gemacht haben, haben das eingestellt, daraufhin wurde das auch eingestellt, aber der Nachbar kam dann zu mir auch wieder rüber, stinksauer, wollte mir fast die Tür eintreten und meinte, ich solle doch bitte die Polizei rauslassen, und der hat so lange bedrängt, wo ich dann gesagt habe, wisst ihr was, das war übrigens morgens um 5 gewesen, der kam voll zugedröhnt rüber, ich schlafe jetzt weiter, ich habe mich gar nicht, hab mich da gar nicht beunruhigen lassen. Weil ich weiß, ich habe das Aktenzeichen der Polizei, ich schreibe nachher dem eine E-Mail, dass er mich bedrängt hat und dass ich die Polizei rauslassen soll. Und immer nicht aus der Ruhe bringen lassen bei sowas mit Drogen und so weiter. Fakt ist, ich habe ihn dann die Tür vom Kopf zugeknallt, da war mit dem Kopf schon fast drin, das war mir und dann scheißegal gewesen. Und seitdem, wenn der mich sieht, haut er mal irgendwelche blöden Sprüche raus und tut so, als ob ich das nicht mitbekommen würde, aber solange er nicht im Hausflur raucht oder der Gestank im Haus reingeht und die Kinder belästigt werden, soll mich das nicht angehen, weil von Junkies halte ich nicht viel, die haben nichts im Kopf, weil die haben sich ihr Kopf schon weggedröhnt und da gebe ich nicht drauf auf die Kommentare. Das ist für mich nicht, ja, nichts Relevantes. Ich helfe solchen Menschen und daher weiß ich ganz genau, das, was die sagen, ist Schall und Rauch. Erst wenn die wieder von dem Zeug weg sind, kann man denn wirklich das Wort wahrnehmen. So, weiter. Das war zum Beispiel so eine Aktion von so einem Junkie, den ich selber angezeigt habe über die Wohnungsbaugesellschaft und bei der Polizei, der damit versucht hat, mit Gewalt mich zu bedrängen. Ich habe mich aber nicht außer Kraft setzen lassen. Ich habe übrigens der Polizei dann auch geschrieben. Was danach passiert ist, weiß ich nicht. Ich habe ihm nur geschrieben, dass der mich bedrängt hat, dass der meine Wohnung wollte, ich in die Tür der Nase zugeknallt habe. Und er mir permanent gesagt hat, ich soll bitte die Polizei rauslassen, es gibt Probleme. Ich habe heute immer nach Monaten immer noch keine Probleme gehabt. Und der Flur, der Hausflur für die Mieter, für die Kinder und Schwangeren, der ist drogenfrei, endlich. Das ist schön. Es hat sich keiner getraut im Haus.
Ich war der Einzige, der sich getraut hat. Das hat ihnen absolut nicht gefallen. So, angesichts der Zahlen wird deutlich, also der Zahlen in Deutschland mit den Abhängigen, das sehe ich gerade wenig, wird deutlich, dass die Auseinandersetzung mit den Suchtgefahren auch harte Drogen sich nicht beschränken lassen. Lange Zeit war es in weiten Bereichen selbstverständlich, dass Nichtraucher zum Mitrauchen gezwungen werden. Dies hat sich mit der Aufklärung über die Gefahren auch des passiven Rauchens geändert. Immer mehr Schutzmaßnahmen werden durchgesetzt. Zum Beispiel, ihr habt ja auch schon mitbekommen, dass viele Behörden gar keinen Raucherraum oder sonst was mehr da haben. Zum Beispiel wie Gerichte, konnte man ja früher drin rauchen, heute nicht mehr. Viele Büros sind raucherfrei, außer die von den kleinen Firmen und solche Sachen. Um aus der Sucht rauszukommen, wenn ihr es nicht alleine schafft, sucht euch Hilfe. Es wäre gut für eure Gesundheit. Wie ihr die Hilfe sucht, das ist euch überlassen. Fragt einfach euren Arzt und er kann euch gut beraten in Suchtgefahren. Die sind dafür ausgebildet. Ist mein Vorschlag. Ja, das war zum Thema Wege aus der Sucht. Gebt einfach euer Bestes. Lasst euch nicht von anderen inspirieren, irgendwelche Dinge zu nehmen, die euch schaden. Schönen Tag noch.